Freunde, bevor dieses Video beginnt, habe ich ein ganz kurzes Anliegen an euch. Und zwar, wie ihr hier seht, hier ist ein Formular, bei dem ihr eintragen könnt, ob ihr Interesse an einem Plüsch-Early-Rania habt. Denn ich möchte die sehr, sehr, sehr zeitnah produzieren. Die werden etwas größer als diese Blobcat hier und werden eine übelst geile Qualität haben. Deswegen tragt einmal hier ein, eure E-Mail-Adresse, dann kann ich euch informieren, sobald es einen neuen Status gibt. Lest einmal die Infos dazu durch. Hier seht ihr ein Bild von dem Early-Rania, nicht als Plüsch. Und dann tragt einfach ein, ob ihr Interesse habt oder nicht. Wenn ihr nicht Interesse habt, braucht ihr auch gar nicht erst ausfüllen. Würde mich sehr darüber freuen. Und dann bekommt ihr zeitnah Infos, wie der Stand damit ist und ob wir es schaffen, die Plüsch-Early-Rania zu produzieren. Ich würde mich riesig darüber freuen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Freunde. Und willkommen zu einer weiteren Folge Craft Attack heute an diesem wunderschönen Freitagabend. Wir werden jetzt ein bisschen polizeilich ermitteln, denn es ist scheinbar was vorgefallen. Und dafür gehen wir jetzt zu Kevin. Einen wunderschönen guten Abend, Herr Gamerstyle. Guten Abend, Herr Officer Early Boy. Guten Tag. Ich habe gehört, mir ist zu Ohren gekommen, dass Sie polizeiliche Hilfe benötigen, ersuchen. Ja, ich möchte gerne polizeiliche Maßnahmen in Auftrag geben. Okay, polizeiliche Maßnahmen. Okay, was ja, gegen Herrn Revinzeit. Gegen Herrn Revinzeit. Oh Gott, was ist denn ja da passiert? Der ist ja prinzipiell in meiner Einheit. Das geht also ja gar nicht. Also ich möchte gerne erstmal sagen, es gibt sogar einen Augenzeugen oder einen direkt Mitbetroffenen. Das ist Basti Zorgt. Okay. Und zwar hat Herrn Revinzeit zur heutigen Zeit, 14 Uhr, die Stadt Craft Attack wieder erneut betreten. Und okay, komplett für Terror und Tyrannei gesorgt. Ach du Scheiße. Okay. Folgende Dinge haben sich zugetragen. Herrn Revinzeit hat mich kontaktiert und von der Fettsack GmbH ein Buffet geordert. Dieses Buffet, hat er dann zuallererst auf die Rechnung von Herrn Shakiri ausgestellt. Und ich habe mehrfach erwähnt, dass ich das erst machen kann, wenn ich das Einverständnis von Herrn Shakiri habe. Ja, der wohnt ja auch gar nicht mehr hier. Der wohnt ja, ist ja auch gar nicht mehr ansässig in dieser Stadt. Deswegen. Ja, genau, ist es ja genau. Auch also ich hab, Unding. Ja, genau. Ich habe gesagt, dass ich halt einfach das Einverständnis von Herrn Shakiri brauche. Der war anscheinend mit der Rechnung nicht, also wohl nicht ganz so zufrieden. Und hat mich auch umgehend zurückkontaktiert und gesagt, dass Herrn Revinzeit diese Rechnung bitte selbst zu tragen hat. Mhm. Wir hatten leider bis dato dann schon angefangen, quasi das Buffet auszurichten. Und ich gehe mal davon aus, dass wir da auf den Kosten halt sitzen bleiben werden. Auf jeden Fall hat dann Herrn Revinzeit sich dafür entschieden, eine etwas günstigere Variante des Hochzeitsbuffet in Anspruch zu nehmen. Okay. Und hat diese auch vorab bezahlt und alles war gut. Und dann haben wir angefangen, unsere Tätigkeit aufzunehmen, das Buffet vorzubereiten. Und Herrn Revinzeit hat dann mittendrin angefangen, Wünsche zu äußern, die natürlich sehr schwer sind umzusetzen, weil wenn quasi schon mit der Arbeit begonnen wurde und quasi die ganzen Nahrungsmittel bestellt wurden bei den umliegenden Bauernhöfen, ja. Wann und wo soll denn diese besagte Hochzeit stattfinden? Ich habe den Termin mir aufgeschrieben und zwar sollte diese Hochzeit an einem Sonntag stattfinden. Um 20 Uhr. Okay. Und wir haben auf jeden Fall angefangen, quasi den Auftrag zu beginnen und haben erste, ja, wie soll ich sagen, Verzehrmittel hergestellt. Und Herr Revinzeit wollte dann diese Qualität überprüfen, trotz mehrfachen Hinweises meinerseits, dass die Kühlkette der Lebensmittel nicht unterbrochen werden darf, da diese sonst verderben würden. Und Herr Revinzeit hat sich dann angefangen zu beschweren, hat gesagt, dass hat ihm nicht gepasst, das Buffet. Ja, genau. Also es hat ihm nicht gepasst und er meinte, er will jetzt ein Probeessen. Und dann habe ich Herrn Revinzeit versucht zu erklären, dass quasi ein Probeessen stattfinden muss, bevor man ein Buffet bestellt und nicht erst, nachdem man es bestellt hat. Weil richtig, dann kann ja jeder sagen, ja, ich möchte das und das und das haben. Und quasi dann bleibt jedes Unternehmen auf den Kosten halt sitzen. Also Herr Revinzeit hat quasi ein Buffet bestellt, ohne vorher sich überhaupt zu informieren, welche Speisen er genau haben möchte. Oder das zu äußern. Und auf jeden Fall ist dann Herr Revinzeit gewalttätig geworden. In gewalttätig? Form von, okay. Ja, genau. Wir hatten hier ein Kühlhaus stehen, wo alles vorbereitet war. Und dieses Kühlhaus hat Herr Revinzeit gesprengt. Unter anderem hat er dann auch hier hinten weiter gesprengt. Hier ist sogar noch ein Beweis dafür. Hier war nämlich alles zugemauert.
Das hat er auch aufgesprengt und unseren Aufzug damit beschädigt, den The Joe Craft dann reparieren musste, der quasi auch als ein Augenzeuge fungieren könnte. Okay. Ja, das ist ja ungeheuerlich. Das ist, ja. Also da muss ich. Deshalb beantrage ich eine Haftstrafe für Herrn Revinzeit, die er noch jetzt vor oder während seiner Hochzeit aussitzen muss. Okay, das Problem ist, wir sind im Moment ein bisschen sehr knapp mit der Besetzung bei der Polizei. Und das Problem ist, dass ich morgen Abend für 3 Tage im Urlaub bin. Und deswegen wahrscheinlich auch nicht zu Herr Rivenzeits Hochzeit, wo ich eigentlich die Security übernehmen soll und aufpassen soll, zwecks drohten Anschlägen. Dass ich da auch leider gar nicht teilnehmen kann, weil ich leider im Urlaub bin. Aber zwecks Haftstrafe, also Strafe muss auf jeden Fall, also ich habe Ihre Anzeige jetzt hier gerade aufgeschrieben, aufgenommen. Und das geht natürlich auf jeden Fall überhaupt nicht. Das ist ein Unding. Also es gab schon öfters also Auseinandersetzungen mit ihm. Das Buffet ist bestellt. Herr Rivenzeit hat zwar mehrfach ausdrücklich geäußert, dass er keine Lieferungen mehr in Empfang nehmen möchte, aber dennoch müssen wir leider die Lebensmittel an ihn liefern, weil wir können die nicht bei uns hier lagern. Das geht nicht. Ja, natürlich. Er hat bestellt, also dann muss er auch bezahlen. So geht das. Das geht ja überhaupt nicht. Ja, auch annehmen. Also wir haben da jetzt schon angefangen, eine größere Menge von Bohnen, die bestellt wurde, in sein Haus direkt zu liefern. Das ist auch ja, ein neuer Service von uns, die Indoor-Lieferung, die wir liefern quasi auf Haus. Und die stellen wir auch nicht in Rechnung. Also Herr Rinnezeit ist auch der erste Kunde, der quasi von dieser Indoor-Lieferung profitiert und quasi die jetzt kostenfrei zur Probe bekommt. Okay, also wenn ich das richtig verstehe, also prinzipiell, so was er damit am Ende macht, ist ja seine Sache, so, genau. Aber er hat es ja bestellt, also bekommt er ja auch die Lieferung. Und dann können sie ja ihre Rechnung stellen und dann muss er sie natürlich auch bezahlen. Das geht ja nicht anders. Aber es kann ja nicht sein, dass er hier mit irgendwas unzufrieden ist, anstatt das halt irgendwie zu beklagen oder irgendwie im Notfall rechtliche Schritte versucht zu erwägen, tut er hier auf Eigeninitiative Selbstjustiz hier irgendwas sprengen. Ausüben. Ja, das ist nicht. Das ist ein Unding. Das kann nicht sein, das kann er nicht machen. Das darf nicht passieren. Also, das ist wirklich das Unding der Undinger. Also, da wird es Konsequenzen hageln. Definitiv. Die Frage ist nur, was für Konsequenzen. Weil eine Haftstrafe, ich weiß nicht, ob das. Prinzipiell ist das Hauptproblem, wir haben keinen Richter hier in der Stadt. Das heißt, ich würde ihm sehr gerne den Richter vorführen. Also es haben sich natürlich noch viel, viel mehr Dinge zugetragen. Also ich könnte Ihnen jetzt eine lange Liste mitgeben von Dingen, die sich hier zugetragen haben. Ja, unter anderem hat Herr Drewinzeit auch dann hier oben auf unserem Grundstück, das sich hier quasi vor unserem Haus befindet, weiter für erneute Ärgernisse gesorgt, hat hier mehrfach TNT platziert und angedroht, dieses zu detonieren. Genauso auch hier unseren Vorgarten, der jetzt mittlerweile wieder ordentlich ist, hat er komplett umgegraben und wild irgendwelche Erdblöcke durch die Gegend geworfen, sich nackig ausgezogen und gebrüllt, er ist der Gärtner. Das geht ja gar nicht. Das ist ja Erregung öffentlichen Ärgernisses. Also das geht ja auch überhaupt nicht. Ja, wenn ich jetzt Ihnen vielleicht einen Tipp geben darf als mit Sicherheitsbeauftragter von Craft Attack, würde ich sagen, dass vielleicht eine Gummizelle der richtige Ort für einen Herrn Revinzeit wäre. Eine Gummizelle, die Idee finde ich top, dass wir ihn da reinstecken und dann darf er sich in die stille Ecke setzen und dann überlegen, was er getan hat. Das geht ja. Also das ist ja wirklich ein Unding. Also das mit der Gummizelle, das ist eine gute Idee, das können wir so umsetzen. Wissen Sie, wann Herr Revinzeit wieder anzutreffen ist in dieser Stadt? Ich glaube, dass Herr Revinzeit morgen wieder anzutreffen ist. Okay, also mir teilte er mit, dass er am Samstagabend gar nicht da ist. Deswegen wundert mich das gerade ein bisschen. Aber, oder Sonntag. Es kann auch sein, dass er am Sonntag wieder da ist. Meine Info war Montag, aber ich werde das. Ja, mittlerweile blickt keiner mehr durch bei Herrn Revinzeit. Sie merken ja schon selbst. Genauso verwirrt wie dieser Mann richtig, selbst, ist auch sein Terminsystem. Deswegen ist es, glaube ich, sehr gut, wenn wir ihn in eine Gummizelle stecken. Vielleicht brauchen wir auch noch einen Therapeuten dazu, der sich dann dem ganzen Fall annimmt und einmal Herr Revinzeit anhört, warum es denn überhaupt zu seinen Aggressionen und zu seinen Aktionen kommt. Weil er ist ja ein Mitglied der Craft Attack, Security Craft Attack, ach verdammt, wie heißt diese Einheit nochmal? Ich vergesse das immer. Craft Attack. Secret Service. Genau. Ja, genau. Wir haben, glaube ich, auch einen sonderbeauftragten Psychologen. Dafür brauchen wir definitiv eine ruhige Ader. Und da würde ich Ihnen empfehlen, vielleicht sich doch mal mit dem Herrn Spark of Phoenix in Verbindung zu setzen. Den Herrn Spark of Phoenix. Ich glaube, der könnte als Psychologe aus Herrn Revinzeit rauskitzeln, was genau mit ihm verkehrt läuft. Meinen Sie, Herr Revinzeit ist der richtige Patient für Herrn Spark of Phoenix? Ich denke schon, ja. Dr. Professor Spark of Phoenix? Okay, dann werde ich auch Herrn Spark of Phoenix da demnächst dann zuziehen, während wir ihn dann Herr Winzeit zur Gummizelle damit leiten. Das werden wir auf jeden Fall machen. Das ist
Das kann ich nicht verantworten, dass hier in Craft Attack sowas abgeht. Also ich würde mir natürlich wünschen, wenn wir Verstärkung bei der Polizei hätten, damit polizeiliche Maßnahmen einfach viel besser und organisierter und sicherer vonstatten gehen. Herr Basti Zockt hätte auch Interesse, glaube ich, dem Secret Service beizutreten. Oh, das klingt ja nach was. Das klingt nach was. Das freut mich natürlich. Er würde auch unter anderem gerne im Sprengkommando arbeiten. Sprengkommando, das Bombenkommando. Oh, das ist ja... Das klingt ja gut, das klingt ja nett. Also da bin ich doch offen für. Also das können wir auf jeden Fall machen. Wir haben auf jeden Fall einiges vor, ich habe auf jeden Fall einiges vor. Da können wir auf jeden Fall auch Unterstützung brauchen. Ich werde die Ermittlung aufnehmen, Herr Gamersheim. Ja. Gegenüber, beziehungsweise gegen Herr Windzeit. Ich werde nochmal eigene Ermittlungen durchführen und dann ein bisschen diese Gummizelle vorbereiten. Gefängnis haben wir ja, aber dieses Gefängnis ist ja eher, es ist ja eher ein Loch für die harten, härteren Fälle, falls mal wirklich extrem was passiert, wie letztens mit Herrn Shakiri. Aber den Herrn. Ich glaube, dass wir hier nicht für die Öffentlichkeit ein Problem haben, sondern dass wir hier eher, also auch kein gewalttätiges Problem, sondern eher ein psychisches Problem. Ja, ein Aggressionsproblem. Und das ist ja alles meistens immer psychisch. Da müssen wir auf jeden Fall mal therapeutische Maßnahmen ergriffen werden. So, ich bin froh, dass Sie das gemeldet haben. Ich nehme mich den ganzen an. Und ich werde Ihnen auf jeden Fall Rückmeldung geben, wie der Stand ist. Und hoffe auch, weil wir halt leider unterbesetzt sind und Sie ja auch ein Teil der Craft Attack Secret Service sind, dass Sie mich da unterstützen. Das Einzige, was ich noch überlege, ob das Konsequenzen für Herr Windzeit als sein Posten in dem Secret Service haben wird. Darüber muss ich mir nochmal in Ruhe Gedanken machen, weil er an sich ja eigentlich gute Arbeit leistet. Und dann, vielleicht ist er aktuell mit der Arbeit überfordert. Das kann auch sein. Ich glaube, also man muss halt auch irgendwo, ne, auf menschlicher Ebene darüber nachdenken, er heiratet jetzt bald. Er wird von Herrn Shakiri ständig schikaniert und terrorisiert. Ich kann verstehen, dass er nicht gut drauf ist und deswegen sehr gestresst ist und sehr, sagen wir mal, ein explosives Verhalten an den Tag legt. Aber es geht trotzdem nicht, dass er das an ihn als Firma, die eigentlich super nett ist und super top Arbeit leistet und dem Herrn Revinzeit zu seinem Hochzeit eigentlich einen Gefallen tun möchte, dass sie darunter dann leiden müssen und er dann es geht ja gar nicht. Das ist wirklich, das kann ich absolut nicht verstehen. Vorsichtig! Das ist ja nicht nett. Genauso wie dieser. Das ist genau so ein Verhalten wie mit diesen Phantomen. Genauso. Herr Windzeit müssen eigentlich doch Flügel wachsen. Dann ist es perfekt. Dann passt er da perfekt dazu. Ja, wir können uns hier kurz schlafen legen. Okay, gut. Ah, perfekt, perfekt, perfekt. Das freut mich doch. Sind Sie perfekt darauf vorbereitet? Okay, Herr Gammerstein, ich kümmere mich darum. Ich nehme mich den Fall an. Herr Gammerstein, es tut mir leid. Ich nehme mich dem Ganzen an und ich komme dann sehr, sehr zeitnah auf Sie zurück. Okay. Gut. Dann freut es mich. Ich habe mir alles hier in meinem schlauen Büchlein aufgeschrieben und dann sehen wir uns sehr, 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 sehr bald. Da haben wir auf jeden Fall gut ermittelt. Informationen sind da. Habe ich mir gespeichert. Ich werde mich dem ganzen Fall annehmen. Leute, was haltet ihr davon? Muss Revi bestraft werden? Sollte er in eine Gummizelle kommen? Oder habt ihr vielleicht bessere Ideen, wie Revi bestraft wird? Nein, wir werden nicht sein Haus sprengen. Einfach mal bitte kreative Ideen in die Kommentare. Ich würde mich da sehr, sehr, sehr drüber freuen. Und vielleicht kommt ja noch von irgendjemandem von euch eine bessere Idee als eine Gummizelle. Ich freue mich darauf. Schaltet jetzt gleich im Livestream ein. Ich werde jetzt gleich Richtung 18, 19 Uhr werde ich live sein auf twitch.tv/earlyboy. Da spielen wir auch ein bisschen Craft Attack und werden vielleicht noch ein bisschen ermitteln. Darauf würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr dann dabei seid. Und dann würde ich sagen, Freunde, ich danke euch, dass ihr zugeschaut habt. Oh Gott, vergesst nicht, in der Beschreibung findet ihr den Link einmal zu meinem Shop. Denn bald, Freunde, bald ist Weihnachten. Ihr müsst ja zeitnah bestellen. Wenn ihr noch zu Weihnachten ein bisschen Early Boy Merch haben wollt, dann würde ich mich sehr, sehr, sehr über den Support freuen. Und ganz wichtig, Freunde, ich habe am Anfang des Videos gesagt, der Early Rania als Plüschtier ist in Planung und deswegen gibt es eine Umfrage. Schaut in der Beschreibung, da findet ihr den Link zur Umfrage. early.tv/plusch. Hier, P-L-U-S-C-H. Geht auf den Link und füllt das Ganze einmal aus. Wenn ihr es nicht öffnen könnt, wenn da steht, seid ihr nicht verfügbar, dann müsst ihr einmal ganz kurz das Ganze nicht in der Handy-App, sondern im Browser öffnen, im Handy. Und dann könnt ihr auf der Umfrage teilnehmen. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn da viele Leute dabei sind, die Interesse haben. Und wenn das mehrere hundert sind, dann habe ich auf jeden Fall die Möglichkeit, die Dinger in Produktion zu gehen. Da würde ich mich extrem drüber freuen. Ich bin da übelst gehypt drauf, Freunde. Ich freue mich darauf. Ich danke fürs Zuschauen. Schaltet im Livestream ein. Schreibt ein kreatives Kommentar. Was machen wir mit Revi? Und dann sehen wir uns vielleicht heute Abend im Livestream. Da würde ich mich übertrieben drüber freuen. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Bis später oder morgen die Tage. Tschüss!